Ja, herzlich willkommen mal wieder zurück zu einem neuen Video. Und wir erfüllen wieder einen Wunsch, beziehungsweise ich erfülle wieder einen Wunsch, beziehungsweise erstmal muss ich mein Mikro leiser stellen, das ist nämlich noch lauter vom Darts aufnehmen eben. Und ja, ihr seht es schon, Fortnite Battle Royale. Ihr habt es euch gewünscht, mehrfach in den Kommentaren, häufiger in den Kommentaren. Und ihr werdet jetzt live miterleben, wie ich das Spiel eben runtergeladen habe und jetzt zum ersten Mal spiele. Ich gehe jetzt auf Bereit. Und jetzt lädt er und dann gucken wir uns einfach mal an, wie es funktioniert. Ich habe bisher keinen Schimmer, aber das soll schon irgendwie klappen. Das soll uns mal nicht abhalten, wir werden das schon irgendwie hinbekommen. Gerade war schon jemand mit uns hier in der Gruppe, der ist aber wieder gegangen. Der Michi02 Schwapp. Und ja, wir gucken einfach mal, wie es hier läuft, wie das so funktioniert und was wir alles so machen müssen. So, los geht's. 8 Sekunden, 7 Sekunden. Ja, 100 gegen 100 oder insgesamt 100 Leute PvP. Soweit bin ich schon. Und dann schauen wir mal. Das Ganze geht in 14 Sekunden, 13, 12, 11, 10 Sekunden los. Und dann müssen wir gucken, wo wir landen. Wenn ich das richtig verstanden habe. Irgendwie ist da jetzt jemand, ist der jetzt mit uns irgendwie in Kontakt, der Lions oder was? Ich weiß es nicht. Alle raus, letzte Halt in 32 Sekunden. Hängeleiter einsetzen, alles klar, machen wir. Mal gucken, wo wir landen. Können wir das Ganze ein bisschen beschleunigen? Drücke X, um den Fallschirm zu schließen. Ah, okay, dann können wir noch ein bisschen runterfallen. Das geht sonst, dauert ja sonst ewig. Geben wir mal Vollgas, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wann wir das Ding öffnen müssen. Wir sind hier in so einem Wald jetzt gleich. Das ist ja nicht so schön. Vielleicht können wir ein bisschen weiter links. Obwohl, da ist irgendwie so ein Gebäude. Das können wir vielleicht irgendwie gleich mal in Angriff nehmen. Ich weiß nicht, wann man den Fallschirm wirklich öffnen muss, damit man nicht unten aufschlägt. Ein Sturm in 56 Sekunden. Alter, wie lange fällt er denn jetzt hier? Da können wir immer noch mal den Fallschirm ausmachen. Aber jetzt sollten wir vielleicht wirklich, ja gut. Steuern jetzt mal Richtung Boden. Ah, jetzt können wir auch vor und zurück natürlich. Aber ich würde sagen, wir bleiben einfach mal hier gucken, was hier so in diesen Häuschen so drin ist. Da ist schon jemand tot. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht sofort. Wie gesagt, allererste Runde, ich habe es noch nie gespielt. Zu meiner Schande muss ich das gestehen. Und dann schauen wir einfach mal. So, hier ist doch schon ein bisschen was. Also mit X springe ich. Eine Knarre. Aufheben. So. Wie nehme ich die denn? So können wir zielen. Stein. Okay, ja, ich muss mich erstmal ein bisschen orientieren. Ist ein Auto, ist das jetzt mein Teamkollege oder was? Hier sind Pilze, muss ich damit, also wie gesagt, ich bin komplett unbekannt mit der ganzen Nummer. Aber das soll uns mal nicht aufhalten. Ich müsste noch rausfinden, wie ich schieße. Aber der Typ ist auch gleich schon tot. Das ist natürlich super. So. So. Dann laufen wir hier rum. Oh, denn ja, ich glaube, er kriegt gerade einen ab. Wo ist denn der Typ? Wie ist die geil, wie. Komm, wie er danced. Ja. Okay, wir müssen jetzt erstmal ein bisschen orientieren. Wie gesagt, erstes Spielen überhaupt. Kann ich hier rein? Jawohl. Hier liegt noch ein Stein. Und hier liegt noch ein bisschen Zeug. Das hat er jetzt automatisch eingesammelt. Ne? Ich muss da jetzt nicht jedes Mal drücken. Da ist eine Knarre. Die können wir auf jeden Fall bestimmt gut gebrauchen. Können wir die jetzt nicht? Ach ja, aufheben. Da muss ich auf jeden Fall drücken. Nein, dann schmeißt. Doch, okay, alles klar. Ein paar Schuss haben wir noch. Die hier. Ja, das ist nix. Schön die Tür wieder zumachen. Wir sind auf jeden Fall schon mal nicht die Ersten, die sterben. Das ist ja schon mal was wert. Ich weiß aber immer noch nicht genau, wie ich schieße. Das werde ich gleich im Kampf rausfinden müssen. Kann ich mich eigentlich auch irgendwie hinhocken oder so? Auffällen, absetzen, zurück. Ich weiß, das ist für Leute, die sich damit auskennen, wahrscheinlich jetzt gerade schwer anzugucken. Aber wie gesagt, ich muss mich jetzt mal ein bisschen hier orientieren.
Aber bisher ist ja auch noch nicht viel passiert. Gehen wir da rein, da liegt noch eine Waffe, die können wir uns bestimmt nochmal mitnehmen. Auf der Map, ja, müssen wir gucken. Unser Teammate ist auf jeden Fall jetzt schon tot. Das ist jetzt für uns wahrscheinlich dann nicht ganz so schön. Aber da ist noch ein paar. Jetzt haben wir zwei Schrotflinten und Pumpguns. Das ist ja auch nicht verkehrt, wenn wir auf jeden Fall gut bewaffnet sind. Ja, was ist jetzt hier? Ich will jetzt hier gar nicht so offen rumrennen, aber ich sehe auch sonst niemanden. Ah, okay, so mache ich das. So ziele ich. Okay, also so zielen. Ich muss mich erstmal ein bisschen jetzt reinüben hier. So. Und wir rennen mal weiter. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie sprinten kann. Mit Dreieck nehme ich diese uselige Hacke, aber die brauche ich ja erstmal nicht. Wenn ich irgendwas vergessen habe, dann sagt es mir gerne. Wie gesagt, ich werde mich jetzt da erstmal reindudeln. Ich dachte aber, wir können einfach mal gucken, wie es geht, ohne uns vorher da zu informieren, weil das vielleicht dann eine interessante Nummer wird für euch auch, um zu gucken, wie man komplett planlos in die Sache rangehen kann. Also da können wir auch was Sachen bauen, aber ich, hier war auf jeden Fall schon mal jemand, oder waren wir das selbst? Ich weiß, ne, hier waren wir noch nicht. Aber ich sehe auch keinen. Ich sehe echt keinen, das gibt's doch nicht. Da sind noch Waffen, da war noch niemand drin. Okay, so schieße ich. Okay, ich musste das jetzt mal testen. Hm. 14 Schuss noch, ja, da willst du nicht drauf ankommen. Hier ist nochmal eine Pistole und Munition. Was ist hier in der Kiste? Nix. Ist da unten jemand? Auch nichts zu sehen, oder? Seht ihr da was? Nicht wirklich. Wo sind die denn alle? Das kann doch nicht sein. Irgendwo müssten wir doch mal jemanden sehen. Oder jemand müsste uns mal sehen. Verstehe ich nicht. Die Frage ist, wo ist gleich der Sturm, der da kommt? Weil ich vermute, der würde uns dann killen. Ich hoffe, wir sind irgendwie mittig. Ich bin, glaube ich, relativ mittig sogar gelandet. Ich hoffe, ich komme dann auch irgendwo an. So, was haben wir hier? Ist auch noch ein bisschen Kram. Granaten. Okay, man scheint auf jeden Fall halbwegs gut was zu finden. Und Panzerung, das ist ja sicher auch nicht verkehrt. Kann ich das hier aufmachen? Nein. Ich würde halt gerne jetzt mal zumindest mal jemanden treffen. Hä? Okay, muss doch mal jemand sein. 37... Leute. Das Problem ist, ich höre durchs Aufnehmen, kann ich gerade den Sound nicht hören. Und ich weiß nicht, ob das wichtig ist. Kann man eigentlich mit so einer Karre rumfahren hier? Hat hier gerade einer geschossen? Ist doch gerade irgendwas eingeschlagen neben mir, oder? Also mit dem Autoschreck können wir schon mal nicht fahren. Ich hätte mir vielleicht wenigstens vorher mal ein Video angucken sollen dazu, aber das fällt mir auch gerade erst ein. Dementsprechend, dann lassen wir es mal weitermachen. Gucken wir mal, was noch so geht. Sorry. In 10 Minuten kommt ja dieser, 10 Sekunden, 5 Sekunden noch dieser Sturm. Das heißt, dann werden wir sehen, wie oder was jetzt passiert. Das Auge des Sturms wird kleiner. Heißt das, wir müssen der weißen Linie folgen oder wir müssen vor der weißen Linie weglaufen? Wenn man das jetzt mal wüsste, ne? Wie mache ich denn? Kann ich die Map irgendwie sehen? Nein. Oh, jetzt habe ich eine Granate geworfen, das wollte ich nicht. Okay, wir können die Map scheinbar, also bestimmt können wir die irgendwie raus. Oder angucken, aber ich weiß jetzt gerade nicht wie. Alter, das gibt's doch nicht. Was sagt mir denn so weiße? Komm, wir gehen einfach mal der weißen Linie nach.
Hier wird er nicht umsonst da sein. Die wird ja nicht umsonst da sein. Ich hoffe, dass sie uns jetzt den Weg anzeigt, den wir gehen sollen. Und nicht genau die Gegenrichtung. Ja, die bewegt sich mit, aber dann ist das bestimmt das Auge des Sturms. Dann ist es ja nicht verkehrt, wenn wir in die Richtung gehen. Die schießen sich ja alle ganz fleißig ab. 29 leben noch. Da hinten, ja, ist dieser rote Anzeigepunkt. Das wird das wahrscheinlich sein, wo wir dann hin müssen. Aber wir haben ja bisher noch nicht mal irgendeinen gesehen. Selbst unser Teammate hier ist ja schon down. Aber ich habe auch nicht denjenigen gesehen, der ihn erschossen hat. Von daher, keine Ahnung. Wahrscheinlich kommt gleich irgendwo einer aus der Ecke und ballert uns einfach weg. Und dann war es das. Aber dann haben wir schon mal eine Erfahrung gemacht, auf jeden Fall. Kann sich hier auch nicht in alle Richtungen ständig permanent umgucken. Ist hier nichts drin? Kein Eingang? War das kein Eingang? Doch, hier ist der Eingang. Magazin bereits voll. Was ist denn da? Oh, da hinten ist was explodiert. Da muss doch gerade jemand gewesen sein. Da war doch eine Granate gerade. Da war doch eine Flamme. Okay, wir laufen weiter. Behalten das mal im Auge da vorne. Weit und breit nichts zu sehen. Okay. So, was sagt uns die weiße Linie? Müssen wir da rein? Ist das das Auge des Sturms? Wo wir uns aufhalten dürfen? Ich gehe mal davon aus. Ich hoffe es einfach mal. Ansonsten wäre das sehr irre. Da ist jemand. Da läuft was. Da auch. Nicht aus der Entfernung oder überhaupt was treffen. Mal gucken, ob ich jetzt über den Hügel gehen kann und dann vielleicht. Vielleicht sehe ich dann was. Die hat man aber auch nicht gut gesehen, ehrlich gesagt. Vielleicht habe ich auch schon. Oh, 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 oh. Von wo kommt denn da was? Ah, das ist der fucking, das ist der Sturm. Mist. Alter, ich bin fast tot. Ja, okay, ich bin tot. Ist Boogie 3, wo war denn der? Aber wir haben es relativ lange ausgehalten. 20. sind wir geworden, wenn ich das richtig sehe. Ohne irgendwas zu machen, weil jetzt nicht so viel Action. Okay, das gebe ich zu, aber wenn ihr da Interesse dran habt, dass wir das nochmal weitermachen, könntet ihr euch mal dazu äußern. Okay, der hat ein Sniper-Gewehr. Das ist natürlich nicht verkehrt. Der baut sich da auf Wände. Ja, wie gesagt, ich muss mich jetzt erstmal ein bisschen da reinfuchsen und ein bisschen üben, würde ich mal vorschlagen. Da oben ist jemand. Und ja, dann würde ich mir sagen, ihr könnt mal alle Tipps, die ihr wisst und alles, was ihr über das Spiel wisst, in die Kommentare schreiben. Die sind auch noch zu zweit, die beiden hier. Das sieht ganz gut aus. Und alle Infos, die ich brauche, alles, was ich falsch gemacht habe, bitte in die Kommentare. Ich will es erstmal. Das ist, wie gesagt, das war mein erstes Spiel, ohne mich vorher darüber zu informieren. Dementsprechend, ja, war es jetzt nicht ganz so actiongeladen. Aber ich hoffe, dass wir da in Zukunft ein paar coolere Matches hinbekommen und ein bisschen was reißen können. Dementsprechend, alles, was ich wissen muss, in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.